Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just for Fun. Let's play Dragon Age. Mit meinem wunderschönen Helm. Toll. Ja, in der letzten Folge haben wir den Gipfel erstürmt, sozusagen. Und ich hier als Vorreiter natürlich mit meinem Schild. Und heute habe ich Bock gehabt, ein bisschen weiter zu spielen. Um euch auch ein wenig mitzuteilen, dass ich das erstmal bis Montag das letzte Video ist. Also es ist Montag kommt halt wieder ein neues Video und von der Comic-Con ganz viele Sachen hoffentlich. Ich bin schon gespannt. Ich bin auch gespannt, wie Comic-Con ist. Es ist meine erste Comic-Con. Und ich freue mich. Ne? Also ich hoffe, es ist nicht so eine Verkauf-Con, sondern einfach mal, man erlebt auch was. Oh Gott. Ist die Bresche. Ja, Bresche ist nicht ziemlich hoch. Ihr seid hier. Dem Erbauer sei Dank. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Ja. Ich werde es versuchen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich sie erreichen, geschweige denn, ob ich sie schließen kann. Nein. Dieser Riss war der erste, und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen. Okay. Und seid vorsichtig. Gespannt. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Bringt mir das Opfer. Was ist das? Ich vermute die Person, die Bresche erschaffen hat. Bin also nicht ich. Dieses Zeug hier ist rotes Lyrium, Sucherin. Ich sehe es, Varric. Aber was macht es hier? Magie könnte sich des Lyriums unter dem Tempel bedient und es verderbt haben. Okay. Es ist böse. Was auch immer ihr tut, berührt es nicht. Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss ihm helfen! Das ist die Stimme der göttlichen Justinia! Da bin ich! Oh! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Dir. Das war eure Stimme und ihre Heiligkeit. Aber... Was zum Henker? Was geht hier vor? Oh. Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Tötet ihn sofort. Ihr wart dort. Wer waren die Angreifer? Und die Göttliche? Sie? Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung! Na, ihr seid ja mutig. No.
Ghostbusters. Oh, was Großes. Uiuiuiui. Ach du Schande. Das hat's ja gebracht. Was jetzt? Wir müssen seine Verteidigung schwächen. Wie denn? Guck mal, es gibt keinen Schaden hier. Diese Hindernis. Okay, kann ich hier einfach aufschütteln? Scheinbar. Okay. Ah, jetzt ist er verwundbar. Ah, alles klar. Mach ich! Oh, komm schon! Immer weiter drauf! Was ist denn? Achso. Ja, ich muss erstmal richtig was reingedrückt hier, mein Freund. Direkt, auch direkt vor so einem Kack-Dämon, ne? Halt furchtlos! Nein, furchtlos, er mit seiner Elektropeitsche. Ich glaube, die könnten sein immer. Hast du kommen? Oh, auch wieder hier. Ist da unverwundbar. Kümmere ich mich jetzt um die und danach mache ich den richtigen Star, ne? Würde mal sagen. Tschüss! Tschüss! Was? Hey! Los. Ein Heiltrank? Wird mehr was. Oh, er ist ja wieder unser Wunder hier. Läufen! Und weiter draufhauen! Weil kaum Schaden, ne? Ich brauch glaube ich eine magische Waffe dafür oder so. Ja, mich angreifen! Wuhuhu. Ist er weg hier. Ach, was ist das? Aber seine Zauber machen echt noch gut was her, ne? Ah, ja, da verstärken sie sich. Alte Kackwurst. Nicht angreifen! Ja, und auch immer. Läuft. Komm schon! Ja, der ist wieder hier und ist da. Ich bin das. Ne, hier. Haut mal ab, mein Freund. So ist das frei. Boom! Aber verhüllen? Ja. Raus. Sauber. So. Keine Chance. Also ja. Haben wir jetzt down. Durchhalten, Leute. Schließt den Riss. Jo, alles klar. Video. Das war ja mal sehr imposant. Das Spiel gefällt mir. Hat wirklich sehr viel Spaß. Wenn die Ladezeiten noch etwas kürzer werden, super. Oh, was ist jetzt los?
Spitzohr. Ich wusste nicht, dass ihr wach seid. Wirklich. Schon gut. Halb so schlimm, ich. Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Was geht ab? Bleib mal locker. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen. Genau wie das Mal auf eurer Hand. Aber ist noch da. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Sind wir sicher? Dann ist die Gefahr vorüber. Die Bresche ist noch immer am Himmel, aber ja, das haben sie gesagt. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist wo? In der Kirche, mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt. Umgehend hat sie gesagt. Ist mir wurscht. Was für umgehend ist. Wir gucken jetzt erstmal die Sonderlieferung. Ich habe coole Sachen gekriegt. Weil irgendwie habe ich so eine coole Mega Edition. Collectors Edition oder so. Habe ich. Und dann halt Sachen drin. Inventar. Rüstung. Rüstung habe ich auch gekriegt hier. Kapuze Erfolgsrezent, Stufe 6, kann ich nicht tragen. Aber die schwere Rüstung des Drachen kann ich tragen. Rüstung auch gleich aus. Ich muss schon noch Schmuck aus hier mein Held, oder? Oh, was schick. Schnieke aus, würde ich mir sagen. Ich muss am Herzen plündern. Dämmerloses Elfen, jetzt nehmen wir mit. Und etwas zum Lesen. Überwachung des Patienten. Ich hatte gehofft, jemand, der für so etwas besser geeignet ist als ich, würde mich ablösen, bevor der Überlebende stirbt. Aber das wird wohl nichts. Also beobachte ich eben seinen Zustand. Erster Tag. Feuchtkalte Haut. Flache Atmung. Erhöhter Puls. Keine Reaktionen. Geweitete Pupillen. Der Magier sagt, sein vernarbtes Mal. Summe vor unbekannter Magie. Ich wünschte, wir könnten hier drin einen Templer stationieren. Nur für den Fall. Aha. Also immer noch Angst vor mir. Ein Rabe. Rabe. Der Rabe nimmer mehr. Nimmer mehr, nimmer mehr. Nimmer mehr. Entschuldigung, es geht mir durch. Ja. Schön, schön. Wir haben scheinbar das Portal geschlossen. Sieht ja ganz cool aus hier. Schmuckröte habe ich, ne? Hier mit einer schönen Frau. Mit einer Frau an der Wand und einer wunderschönen Tür. Naja, das war's jetzt auch schon, denn ich habe ja nicht viel Zeit. Muss noch Sachen packen. Und wie gesagt, ich hoffe, den einen oder anderen auch mal zu finden oder zu treffen auf der Comic-Con. Sprecht mich ruhig an, falls ihr da sein solltet. Oder sprecht mich auch nicht an, wenn ihr keine Lust habt. Bleibt ganz euch überlassen, ich würde mich aber freuen. Vor allem, weil ich gerne dann so ein Selfie mit euch machen würde. Einfach so. Wenn jemand da ist, wäre cool. Ist ja vielleicht jemand. Vielleicht aber nicht. Dann habe ich immer noch Klaus und Ben. So. Wenn es euch gefallen hat, like, teilt, kommentiert, abonniert und so weiter. Ihr kennt's ja. Und wenn YouTube nicht schon wieder alle meine Aufrufe frisst, ja, weil das schwankt im Moment ganz schön, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und wie gesagt, am Sonntag gibt es halt kein Video, weil ich in Stuttgart sein werde und dafür aber am Montag. Also am Montag kommt vielleicht nachträglich Marvel Heroes nochmal, One Finger Death Punch und wenn ich es geschafft habe, noch ein bisschen was von der Comic-Con zumindest. Ja. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Klick. Tschüss.